Die erste Disziplin unserer 5 Disziplinen ist die Disziplin Ausdauer. Hierzu gehen immer 2 Personen an einen Step. Sobald die Musik ertönt, tritt die erste Person an das Step heran und geht im Takt der Musik rauf und runter, rauf und runter. Nach 3 Minuten kommt die zweite Person hinzu und misst am Handgelenk der ersten Person den Puls. Gemessen wird für 1 Minute. Je nachdem, wie alt du bist und wie hoch dein Puls war, entscheidet sich, ob du in dieser Disziplin Gold, Silber oder Bronze erreicht hast. Die zweite Disziplin ist die Disziplin Kraft. Hierbei machen wir 2 verschiedene Übungen, Klimmzüge und Liegestützen. Sowohl Frauen als auch Männer werden die Klimmzüge durchführen. Die Ausgangsposition bei Frauen ist der 90-Grad-Winkel im Ellbogen. Aus dieser Ausgangsposition ziehst du dich so oft nach oben, wie du kannst. Bei den Männern ist die Ausgangsposition der gestreckte Arm. Aus dieser Position ziehst du deinen gesamten Körper so oft nach oben, wie du kannst. Je nachdem, wie viel saubere Klimmzüge du geschafft hast, bekommst du eine Bronze-, Silber- oder Goldwertung. Teil 2 der Kraftdisziplin sind die Liegestützen. Auch diese werden von Männern und Frauen gleichermaßen absolviert. Die Ausgangsposition und Endposition ist sowohl bei Männern und Frauen die gleiche. Abgestützt auf den Händen mit deinen Schultern über den Handgelenken und abgestützt auf den Zehenspitzen. Dein Bauch, dein Po, deine Beine sind angespannt. Unter deinem Brustkorb liegt ein Balance Pad. Ziel ist es, dass du bei jeder sauberen Wiederholung mit deinem Brustkorb das Balance Pad berührst und dich wieder nach oben drückst. Versuche hier so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen, denn auch hier gilt es wieder, eine Bronze-, Silber- oder Goldmedaille zu erreichen. In der nächsten Disziplin werden wir deine Beweglichkeit testen. Die Übung heißt Vorbeugen. Dazu sitzt du auf einer Matte mit gestreckten Beinen. Zieh die Zehenspitzen zum Oberkörper ran. Streck deinen Rücken und leg die Handflächen aufeinander. Mit einem geraden Rücken kommst du so weit nach vorne, dass entweder deine Fingerspitzen deine Zehenspitzen berühren können oder sogar noch weit darüber hinaus kommen können. Je nachdem, wie weit du kommst, entscheidet sich, ob du eine Bronze-, Silber- oder Goldbewertung bekommst. Wie viel Kraft du in deiner Mitte hast, werden wir mit dem Unterarmstütz in der Disziplin Core-Kraft testen. Du befindest dich jetzt in einem Unterarmstütz, das heißt, deine Ellbogen platzierst du unter den Schultern, die Zehenspitzen stehen auf dem Boden und von den Schultern bis zu den Fersen ergibt dein Körper eine Linie. Im Sekundentakt hebst du das rechte und linke gestreckte Bein abwechselnd nach oben, solange du kannst, denn die Zeit wird gestoppt. Je nachdem, wie lange du durchhältst, bekommst du eine Bronze-, Silber- oder Goldbewertung. Für diese Übung ziehst du bitte die Schuhe aus. Du stehst auf einem Bein, ziehst das andere Knie nach oben, streckst die Arme zur Seite und schließt die Augen. Ab jetzt zählt die Zeit. Du versuchst so lange wie möglich auf einem Bein zu stehen, weder umzukippen, zu hüpfen oder dich von der Stelle zu bewegen. Sollte dies der Fall sein, wird die Zeit gestoppt
und es entscheidet sich, hast du Bronze, Silber oder die Goldbewertung bekommen.